Leipziger VW-Bus, Westfalia. Haben wir ein richtig gutes Blech da vorne. Der Boden ist ein bisschen verbogen. Hier vorne. Manschetten sind im Eimer, Scheibenbremsen. Also richtig gut. Gute Docklegs. Viel Schmutz. Etwas Flugrost. Radläufe innen außen sehr gut erhalten. Raus, kein Endrohr. Darum hört er sich so blechern an. Batteriekasten natürlich mit Durchrostung. Auf den Bildern ist zu sehen, dass diese Ecke nach innen gebogen war. Da ist einmal ein Reifen geplatzt. Wir haben es jetzt, nachdem ich ihn eher auf der Bühne habe, grob ausgerichtet. Hier sehr schöne Kanten, Originalschweißpunkte noch zu sehen. Schiebetür läuft hervorragend. Da ist der Ablauf von der Spüle. Spüle nicht vorhanden. Bremskraftverstärker, gute Vorderachse und auch hier hervorragendes Dockleg.